Bertolt Brecht hat gesagt, man soll die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Also wir meinen das nicht im großen Stile, weil da gäbe es sicherlich einiges zu reflektieren, gerade in diesen Zeiten. Aber ich denke, dass wir das dort, wo wir die Verantwortung unmittelbar haben, in unseren Möglichkeiten unseres eigenen Gartens, des Garten Niederösterreichs, dass wir dort wirklich alles dran setzen, die Entwicklung voranzutreiben und etwas zum Besseren zu wenden. Sind natürlich die Plakettenbesitzer viel mehr geworden, aber es sind vor allem auch wirklich viele Leute, die im Bewusstsein, ihren eigenen Grünraum anders zu gestalten und so zu gestalten, wie es den Kriterien von Natur im Garten entspricht, wirklich viel mehr geworden. Wenn man sich eines Themas angenommen, das vielleicht in der wissenschaftlichen Formulierung als Biodiversität etwas sperrig klingt, das aber in seiner Bedeutung in der Frage der Ökologie eine ganz zentrale Rolle hat, dass für uns die Artenvielfalt, die quasi wirklich auch der Nachweis dafür ist, für eine intakte und gesunde Um- und Mitwelt, dass diese Artenvielfalt und sie zu erhalten für uns eine ungeheure Aufgabe ist, in unserem unmittelbaren Umfeld, aber natürlich auch so quasi weltumspannend. Und daher ist für uns diese Artenvielfalt in der Frage der genetischen Artenvielfalt, des Organischen und der Organismen und der Ökosysteme eines, den wir uns heute in besonderer Art widmen wollen. Und warum mir das Thema so auch wirklich gefällt oder ich so wichtig halte, weil damit wir wieder eine positive Stoßrichtung dahingehend formulieren, dass wir etwas wollen. Wir fordern etwas ein. Wir wollen von den Gemeinden, dass sie mehr tun für ihre Artenvielfalt in ihren unmittelbaren Gemeindebereich. Wir wollen in den Gärten mehr Artenvielfalt haben und wir wollen das auch von unseren Partnern betrieben haben. Das ist für uns die Wiege des Lebens und letzten Endes auch die Versicherung dazu, dass es in eine gute Richtung weitergeht. Dazu gibt es natürlich auch von uns die Giveaways, das sind die neuen Samensacker und da können Sie also die Erbse und die Blumenwiese. Sie können sich ganz am Beginn erinnern, sind wir schon einmal mit der Blumenwiese hausieren gegangen. Für uns ist das der einfachste und der schönste Ausdruck der Artenvielfalt. Bei der Blumenwiese ist es ganz wesentlich, wie der Boden beschaffen ist. Meine Damen und Herren, es ist für uns ganz entscheidend, dort auch aufgrund dieser Artenvielfalt des Ökosystems noch einmal in die Tiefe zu gehen und zu zeigen, dass es entscheidend ist, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Ist er trocken? Ist er feucht? Ist er lehmig? Ist er sandig? Hat er einen Anteil, ist er eher mineralischer? Ist er eher kalischer oder ist er eher Säure? Das ist für uns eine ganz eine entscheidende Haltung. Wie muss die Mischung letzten Endes sein? Wir haben im Vorjahr über 40.000 Anfragen bearbeitet. Immer mehr aus den benachbarten Regionen auch. Die sparen sich nämlich das Gartentelefon. Aber ich war jetzt erst unlängst beim Landwirtschaftsminister Ruprechter und der hat uns also zugesagt, dass er gerade diese Aktion Natur im Garten auch von Seiten des Ministeriums unterstützen möchte und sie also auch hier breiter anlegen möchte. Und da ist für ihn auch die Beratung ein ganz wesentliches Instrumentarium. Wir beraten aber nicht nur am Telefon, sondern auch vor Ort, wirtschaftlich und gestaltungsmäßig. Und wir versuchen das auch in unseren Schaugärten zu tun. Was besonders erfreulich ist, und da wollen wir die Saison 2014 auch massiv nutzen, wir haben im letzten Jahr bereits 82 goldene Igel in unseren Schaugärten verliehen. Sie wissen, wir haben etwa 160 Schaugärten in unserem Programm. Und die Hälfte davon ist wirklich in allen Facetten ökologisch ausgerichtet, nach den Kriterien von Natur im Garten. Also auch sämtliche Weganlagen, sämtliche Rosenbeete und sämtliche Sonderheiten. Der goldene Igel bringt da zum Ausdruck, dass wirklich die ganze, gesamte Gartenanlage nach den Kriterien von Natur im Garten bearbeitet wird. Und das ist für uns natürlich eine besondere Freude. Und die Gartentulen wird am 9. ein Pre-Opening, da darf ich Sie schon herzlichst einladen. Und dann am Wochenende drauf, das Palmwochenende nutzen, um ihre Tore wieder zu öffnen. Und auch dort wird vor allem die Artenvielfalt ein Zentrum bilden, der Gestaltung der Gärten.
Der Tag der Artenvielfalt wird der 25. Mai sein, darf Sie heute schon einladen. Und auch eine ganz wesentliche Ausstellung, die im Vorjahr sehr gut gelaufen ist, Pflanzen auf Reisen. Pflanzen auf Reisen mit den Bundesgärten. Eine Kooperation wird vom 8. August bis zum 14. September gezeigt. Etwas größer schon wie im Vorjahr. Die Frau Direktor Mang war sehr, sehr begeistert, dass es in der Pilotphase so gut gelaufen ist und dass wir heuer die Pflanzen Südamerikas, voriges Jahr war Mittelamerika dran, heuer Südamerikas dort über 4 Wochen zeigen. Und wir haben natürlich auch im Bereich unseres Kurz und Guts 2 neue Bücher in der Vorbereitung. Auf der einen Seite ist es ein Buch zu den Schnecken. Für uns ein nicht liebgewonnener Freund. Manche sind durchaus akzeptiert, aber die Nacktschnecke bei aller sonstiger respektvollen Umgangssituation mit der Fauna ist es für uns dort wirklich ein Leidwesen, dieses Tier in dieser Massenhaftigkeit zu haben. Und heuer ist er Schneckenjahr. Und was für uns auch wichtig ist, Gemüseraritäten. Sie kennen das auch letzten Endes in unserer Frage mit Tut gut, der Frage der Ernährung, dass wir und das vegane Ernähren ist ja mittlerweile nicht nur in aller Munde, sondern verbreitet sich auch sehr stark, sodass wir haben ja auch ein paar so Herren, die sich also hier in dieser Form wirklich kundig gemacht haben und das selbstredend lesen, die Gemüseraritäten sind für uns ganz wichtig, dass wir auch auf den Märkten wieder diese Vielfalt in den Produkten bekommen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein wirklich gutes Gartenjahr. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem eigenen Garten und mit dem Erleben der anderen Gärten, die man sich im Laufe der Zeit anschaut. Und der Martin Luther hat trefflich formuliert, und man kann ja nie wissen, muss nicht die ganze Welt so quasi einstürzen, wenn die Welt morgen untergeht, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Also ich kann Ihnen nur versichern, tun Sie das mit großem Genuss und schauen Sie zu, dass Sie Ihren Garten zumindest in diesen Zustand halten oder versetzen können, wo Sie besondere Freude und besondere Kraft auch daran kriegen.